Herr Fahrenhold ist promovierter Chemiker und war von 1997 Umweltsenator in Hamburg und in diversen Energieunternehmen Aufsichtsrat und hat dafür viele, viele gute Leistungen erbracht und versucht auch heute noch mit guten Ideen die Energiewende und das Klimasystem nach vorne zu bringen. Damit das Ganze heute Abend gut funktioniert nach dem Keynote von Herrn Fahrenhold, freue ich mich, dass erneut und wieder einmal Nena bei uns im Haus ist. Liebe Nena, ich hätte schon fast gesagt, Nena Schink ist ja fast falsch. Lena Brockhaus natürlich. Liebe Nena, schön, dass du wieder da bist. Herzlich willkommen. Nena hat sich einen Namen gemacht durch Bestseller-Autoren oder tolle Bücher und eben auch, dass sie die Sendung Viertel nach acht bei Bild moderiert hat. Sie ist Wirtschaftsjournalistin. Und aktuell hat sie ein neues Projekt, das heißt Blond Production. Aber das wird auf jeden Fall den Abend nicht schmälern. Lieber Herr Professor Fahrenhold, für Sie das Wort. Wir sind gespannt. Ja, vielen Dank für die netten einführenden Worte. Ich bin gerne nach Saarbrücken gekommen. Das sind dann immer von Hamburg 8,5 Stunden, wenn der Zug einigermaßen pünktlich ist. Also deswegen waren es dann heute wieder mal 9,5 Stunden. Aber ich bin gerne gekommen, weil ich auch sehr gerne das Format von Nena, ich würde mal sagen, ein bis zweimal pro Monat, nein, nicht pro Monat, alle 2 Monate einmal bereichern durfte. Das hat mir riesen Spaß gemacht und freue mich darauf, dass sie mich gleich dann auch ein bisschen hier piesacken darf. Vorher muss ich allerdings ein bisschen für eine Grundlage schaffen, weil das Thema, was wir haben, was eigentlich jetzt funktionieren sollte, tut es aber nicht. Jetzt, nee, jetzt hat das, nee, nee, jetzt, so, jetzt kommt, jetzt kommt, jetzt kommt. So, die große Energiekrise, und ich würde hinzufügen, die Deindustrialisierung hat begonnen, um es ein bisschen zu provokanter zu machen. Warum nicht erwähnt worden ist, ist, ich bin im Augenblick noch Aufsichtsratsvorsitzender des größten Kupferkonzern Europas, der Aurubis. Und da können Sie sich vorstellen, dass mich das was täglich begleitet und bedrückt, wie wir sozusagen mit einem Mühlstein um den Hals gegen unsere Wettbewerber in China und USA antreten müssen, weil unsere Energiepreise eben doppelt bis dreimal so hoch sind wie die unserer Wettbewerber. Und dem Kupfer können Sie es nicht ansehen, ob es in China oder in Deutschland gemacht worden ist oder in Chile. Das hat immer überall den gleichen Preis. Steht kein Schild dran, made in Germany und deswegen doppelt so teuer. Das funktioniert nicht. Bevor wir uns über die Frage, warum sind wir in einer Krise, dieser Frage nähern, möchte ich Sie noch ein bisschen zurückführen in die letzten 100 Jahre, weil wir doch alle den Eindruck haben in der aktuellen Diskussion, dass wir oder dass die Gesellschaft mit dem, was unsere Eltern, unsere Großeltern und unsere Urgroßeltern so verbrockt haben, hart ins Gericht gehen und sagen, das haben wir alles falsch gemacht. Nicht? Sie haben alles falsch gemacht. Sie haben diesen Planeten gefährdet. Sie haben den so gefährdet, dass er schon 2030, das glauben ja einige wirklich, untergehen wird. Und das sehen Sie hier, was hier passiert ist in den letzten 200 Jahren, ist, dass der Mensch sich nicht nur von 1 Milliarde auf 8 Milliarden vermehrt hat, sondern hat in der gleichen Zeit eben einen unglaublichen zivilisatorischen Fortschritt vollbracht, und dazu benötigt man Energie. Denn früher war das so, da haben wir nur als Biomasse aus Holz haben wir unsere Energie gemacht. Und deswegen war die Entwicklung der Menschheit begrenzt. Sie konnte sich nicht weiterentwickeln, weil die Energieknappheit ihr sozusagen, was die Nahrungsmittelerzeugung, Kleidung, alles Mobilität betrifft, begrenzt war. Und Sie sehen, wie dann durch Kohle, Öl, Gas, Kernenergie diese Entwicklung bestimmt war. Und ich sage das deswegen, weil wir alle immer schon den Eindruck ja haben, aus deutscher Sicht, wir stehen ja kurz bevor, dass wir 100% Erneuerbare auf der Welt haben.
wenn Sie das hinten nicht genau sehen können, da oben dieses etwas orangefarbene, nicht die Kernenergie, ne, sondern ganz, ganz oben, das sind die Erneuerbaren. Das sind 3% in der Primärenergie der Welt. 3%. Man hat so nämlich den Eindruck, ist es genau umgekehrt. Und wichtig ist mir auch noch, dass in dieser Zeit durch diesen enormen Energiezuwachs, der die Menschheit ermöglicht hat, sich so zu verbreiten und zu entwickeln, sehr viel Gutes bewirkt worden ist. Ich kann jedem nur das Buch Factfulness von Hans Rosling empfehlen. Dann, wenn man das gelesen hat, ist der Abend eigentlich schon wieder sehr gewonnen. Nicht? Man hat wieder Zuversicht zu leben. Die Kindersterblichkeit ist auf 4% zurückgegangen. Die Umweltkatastrophen, man hört ja doch immer was anderes, sind zurückgegangen auf ein Zehntel. Das ist nicht das, was wir jeden Tag hören. Und der Hunger ist nicht vollständig bekämpft, aber immerhin gesehen gedrittelt worden in den letzten 50 Jahren. Dies ist erkauft worden mit einem Zuwachs an CO2. Das ist sozusagen die nachteilige Seite dieser Entwicklung. Wir haben Kohle verbrannt, wir haben Öl verbrannt und haben damit CO2 in die Erdatmosphäre eingeleitet. Und Sie sehen hier, die Entwicklung der letzten Jahre und Jahrzehnte ist relativ ungebrochen. Seit etwa 10 Jahren geht das ein bisschen seitwärts. Und Sie sehen hier aber die wesentlichen Treiber. Sie sehen hier China mittlerweile 30%. Jede dritte Tonne kommt aus China. USA sind ein bisschen zurückgegangen, weil sie stark auf Fracking-Gas gesetzt haben. Und Europa geht auch seit etwa 10, 20 Jahren runter. Hauptfaktor, das sollte man nicht vergessen, die Umstellung der Energieerzeugung in Deutschland. Jetzt wird man sich anschauen müssen, wie dieser 30-prozentige Anteil von China zu bewerten ist. Denn viele werden sagen, naja, wir sind auch ein bisschen ein paar mehr als wir, nicht? Wir haben ja immerhin 1,5 Milliarden Menschen dort. Aber insgesamt ist der Grund dafür, dass China weiter wächst in der CO2-Emission, das können Sie jeden Tag nachvollziehen, es ist jeden Tag ein neues Kohlekraftwerk, was ans Netz geht, weil China ein Entwicklungsland ist, in der Sicht der UNO. Es war die größte Exportnation der Welt, unser Hauptkonkurrent weltweit, was Automobile, Fahrzeuge, sonstige Produktion betrifft, aber es ist ein Entwicklungsland und darf deswegen unbegrenzt emittieren, denn dieses Pariser Abkommen, von dem Sie mal hören, nicht, Luisa Neubauer führt das ja ständig in ihren Worten, fordert nur von den Industrieländern, dass sie etwas reduzieren müssen. Das ist also hier USA, Europa, Deutschland. Sie sehen, Deutschland hat 65% zugesagt, bis 2030 zurückzugehen. Und Indien und China hat nichts zu bringen. Und China hat sogar noch kackfrech nach Paris gemeldet, bis 2030 wollen wir 50% mehr emittieren. Und jetzt können Sie sich mal vor Augen führen, wie oft passt das, was wir hier reduzieren mit großem Aufwand, in diesen Zuwachs rein. Das ist ungefähr 20 Mal so viel. Insofern relativiert sich natürlich alles das, was wir hier tun, vor dem Hintergrund der weltweiten Entwicklung. Nun muss man tatsächlich sagen, China sind ein paar mehr als wir und deswegen habe ich jetzt mal das auch auf die Pro-Kopf-Emissionen umgerechnet und siehe da, auch da überholt uns China. Das ist ja insofern wichtig, glaube ich, für uns alle auch, weil sie alle doch den Eindruck haben, das, was uns Greta Thunberg vor ungefähr einem Jahr gesagt hat, Deutschland ist einer der größten Schocken, was das CO2 betrifft. Der größte Schocke. Wenn Sie da so sehen, so Kanada, Australien, USA, Südkorea, China, die Niederlande, alle vor uns. Und Deutschland mit 8,1 Tonnen, doch gar nicht so schlecht, hält sich da ziemlich im Mittelfeld. Dann kann man sagen, ja, Emission pro Kopf ist nicht unbedingt das richtige Maß, weil wir vergleichen unterschiedliche Entwicklungsstände von Gesellschaften. Und deswegen
sollte man eigentlich die Wirtschaftskraft als Maßstab nehmen. Das heißt, wie viel CO2 emittiert eine Gesellschaft pro Bruttoinlandsprodukt, 1000 Dollar BIP. Und da sehen Sie ganz interessanterweise, gibt es vier Staaten, die ganz vorne sind. Das ist die Schweiz, das ist Schweden, Frankreich und das Vereinigte Königreich. Fällt Ihnen das dabei auf? Warum ist das so? Können Sie sich vorstellen? Genau. Die vier haben Kernenergie und einige davon haben auch noch Wasser, wie die Schweiz und die Schweden, die haben auch noch Wasser. Das heißt, für die ist es relativ leicht. Österreich liegt auch noch ganz gut. Sehr viel Wasser haben, 60%. Aber da schauen Sie mal, wo Deutschland liegt. Das ist doch überraschend. Hätten Sie gedacht, dass wir zu den Besten der Welt gehören, um CO2 zu vermeiden? Man hat doch fast den Eindruck, nee, wir sind doch wirklich, was sind wir? Schurken. Ja? Haben wir das Gefühl? Deutschland taucht doch nichts. Können das nicht. Mit CO2 kommen die nicht klar. Das Geheimnis dieser geringen Emissionen hat was zu tun mit unserer Effizienz der Industrie. Wir haben eine Kreislaufwirtschaft, die wie keine andere der Welt ihre Kreisläufe schließt und wiederverwertet. Das kann keine andere Nation so gut wie wir. Ich will Ihnen ein Beispiel geben. Mein Unternehmen, Aurubis, wir machen Kupfer. 40% des Kupfers kommt aus Kupferschrott. Das heißt aus dem Kupfer, aus den Automobilen, aus den Handys und so weiter und wird recycelt. Das heißt, die Energie, die einmal schon in das Kupfer reingesteckt worden ist, bleibt drin. Und das Gleiche machen wir beim Stahl. Recyceln, das machen wir beim Aluminium und so weiter. Und die gesamte Chemie in Deutschland ist ein Recyclingwerk, das sozusagen nirgendwo Energie verloren gehen lässt. Und deswegen stehen wir so gut da. Und wenn Sie jetzt weiter runtergehen, und deswegen zeige ich das, sehen Sie mit China 0,5 Tonnen, das ist dreimal so schlecht wie wir. Pro Tonne BIP. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir für die Arbeitsplätze in Deutschland kämpfen. Man hat ja den Eindruck, so hat es ja ein Staatssekretär, der ist jetzt nicht mehr, nicht, der von diesem Clan, nicht, Reichen, ja, er hat ja gesagt, wenn die Industrie ja nicht für den hohen Strompreis produzieren kann, dann soll sie doch gehen. Dann soll sie doch dorthin gehen, wo der Strom billiger ist. Ja, und das ist in China der Fall, aber, das muss man Herrn Greichen dann sagen, jede Produktion, die von Deutschland verlagert wird nach China, macht das Dreifache an CO2-Emissionen. Wenn also Daimler seine Motorenproduktion nach China verlagert hat, dann emittieren die dreimal so viel wie in Deutschland. Das heißt, wir müssen dafür sorgen, dass diese Produktion in Deutschland bleiben, nicht nur wegen der Arbeitsplätze, nicht nur wegen des Sozialproduktes, sondern vor allen Dingen auch, weil damit CO2 eingespart wird. Das muss man, glaube ich, unseren Politikern mal beibringen. Ich habe immer den Eindruck, die haben das immer noch nicht verstanden, dass jeder Arbeitsplatz, der hier ist, ist ein auch klimapolitisch besserer Arbeitsplatz als in anderen. Aber es wird eine Politik gegen das CO2 gemacht. Es wird bestraft, besonders in Deutschland, besonders in Europa, wird der Industrie das Leben schwer gemacht, indem wir Strom teurer machen. Und das hier nochmal ganz deutlich, nicht? Eine Verlagerung einer Produktion aus Deutschland nach China erhöht die CO2-Emissionen auf mehr als das Dreifache. Das bitte ich Sie mitzunehmen. Um zu verbreiten. Und vielleicht hört der ein oder andere Politiker ja mal zu, wenn er versucht, wieder sozusagen die nächste Drangsal für die deutsche Industrie zu entdecken. Was sind die Treiber für die Deindustrialisierung? Die meisten haben den Eindruck, das wird ja auch politisch genährt, naja, Putin, ist doch klar. Seit Putin sind die Preise nach oben gegangen. Meine Damen und Herren, das mag für das Gas teilweise zutreffen. Für den Strom ist das eine selbstgemachte politische Konsequenz. Das ist Ergebnis von gewollter Politik, dass Strom in Deutschland so teuer geworden ist. Das sehen Sie hier vor der Krise, vor der Ukraine-Krise. Wir sind in 21 hier. Gehen die Strompreise wie nichts Zweites nach oben. Was ist denn da passiert? Die Strompreise, die wir kennen, waren immer hier in der Größenordnung von 5 Euro Cent, können Sie zurückgehen bis 2010. Immer 5 Euro Cent. Die Erzeugungskosten wohlgemerkt. Nicht das, was Sie zu Hause an Ihrem Zähler haben. Da kommen dann noch Verteilungskosten, Steuern vor allen Dingen, Abgaben, Mehrwertsteuer und so weiter. Das sind die Erzeugungskosten vom Kraftwerk direkt in das Hochspannungsnetz. Und das ist auf einmal nach oben gegangen. Und warum ist das so? Das kann ich Ihnen sagen, weil man in dem Jahr die CO2-Zertifikate verknappt hat.
Was ist das? Die Europäer, die Europäische Union, Frau von der Leyen mit ihrem Kommissar Timmermans, die haben gesagt, wir müssen in Europa muss ein Vorbild sein und wir müssen CO2 bestrafen. Das heißt, jeder, der CO2 emittiert, muss dafür eine Pedale zahlen. Also ein Zertifikat erwerben, das ihnen die Erlaubnis gibt, dieses CO2 zu emittieren. Und in 2021 hat man diese Zertifikate möglichst knapp gemacht, damit nicht mehr so viel emittiert wird. Und da sehen Sie, wie die Zertifikate in dem Jahr um 400% gestiegen sind. Das heißt, von 20 Euro auf etwa 80 bis 100 Euro pro Tonne CO2. Man kann sagen, ja, Zertifikate, kann ich nichts mit anfangen. Kann man das essen? Nein, kann man nicht, aber es macht den Strom teuer. Und das sehen Sie hier. Und das wird nicht diskutiert, warum wir diesen hohen Strompreis haben. Der ist gewollt. Man wollte die Gas, Kohle, Braunkohle, Steinkohle, Kraftwerke teuer machen. Das war der Ziel. Das hat man so schnell gemacht, dass dabei Folgendes passiert ist. Ein Braunkohlekraftwerk, was vorher 3 Euro Cent für 3 Euro Cent Strom produzierte, hatte dann einen Aufpreis und hat dann 10. Steinkohle 10, Gas 9, nur die Kernenergie. Die hat natürlich kein CO2 emittiert, die blieb, aber die hat man aus anderen Gründen abgestellt. Wie Sie wissen, im Ende 21 3 Kernkraftwerke und 3 Kernkraftwerke im April 2023. Also angesichts dieser Frage ist natürlich die Stilllegung von 6 Kernkraftwerken natürlich völliger Wahnsinn. In der größten Krise, der Energiekrise Deutschlands, die preiswertesten Erzeuger von Strom auch noch stillzulegen, da muss man schon wirklich ziemlich dicke ideologische Scheuklappen haben, dass man das macht. Dann haben wir tatsächlich nochmal den Ukraine-Krieg gesehen, in den Strompreisen ging hoch und dann hat man in der weiteren Abfolge von 22 gesehen, die Bundesregierung wollte nicht vom Gas loslassen, wollte immer noch weiter Gas verstromen, weil sonst hätte man ja Kohlekraftwerke wieder ans Netz nehmen müssen. Das wollte man natürlich nicht und die Grünen haben sich schwer getan, kann ich auch verstehen, die Kohlekraftwerke wieder zurückzuholen. Und das haben sie dann erst im Spätherbst, im September, Oktober gemacht, wurden die Kohlekraftwerke wieder ans Netz gebracht. Und da ging der Preis natürlich auch sofort wieder runter. Und in dieser Zeit, das hat uns alle ungefähr so 30 bis 40 Milliarden gekostet, wegen ideologischer Probleme, die preiswerteste Energieform wieder ans Netz zu bringen. Und dann hat man die Kernenergie abgestellt. Und da sehen Sie, was passiert ist ab 15.04. Nicht? Olaf Scholz, Machtwort für 3 Monate. Nicht? Bis dahin waren wir Exportland, danach sind wir Importland. Und im Wesentlichen, nicht? Im Saarland kann man das ja entspannt sehen, vom französischen Nachbarn. Das heißt, ersetze deutschen Kernenergiestrom durch französischen Kernenergiestrom. Das war das Ergebnis. Aber am Ende, wir bezahlen es sehr teuer. Und das könnte man sagen, naja, das ist dann nicht so schlimm für jeden Einzelnen. Wir können das ja alle bezahlen. Aber wir müssen sehen, dass das für die Industrie ein ganz großer Unterschied ist, ob sie für 3 oder 4 oder 10 Euro Cent den Strom produzieren. Hier möchte ich nochmal ganz kurz, es ist schwierig zu vermitteln. Man hat auch den Eindruck, es ist so schwierig, dass es manche Minister gar nicht verstehen. Denn es wurde ja gesagt, wenn man die Kernkraftwerke wegnimmt, das sind nur so ein paar Prozent, die das teurer wird. Das ist von vorne bis hinten entweder erstunken oder erlogen oder zumindest weiß der das sagt, hat keine Ahnung, wie sich der Preis an der Börse zusammensetzt. Der wird nämlich nach der sogenannten Merit Order setzt er sich fest. Das heißt, mit steigendem Bedarf werden immer die teureren Kraftwerke zugeschaltet. Nicht? Das ist natürlich klar, wenn dann also mittags der viel Strombedarf da ist, dann kommen auch die ganz teuren Gaskraftwerke ins Spiel. Aber wenn man mal durchschnittlich sieht, so einen durchschnittlichen Verbrauch, dann hatte man gesehen, mit der Kernenergie, das ist das hier, die billigsten, ja, wenn Sie die wegnehmen, dann schieben Sie die ganze Merit-Order nach rechts, dann kommen Gaskraftwerke immer häufiger in die Produktion und machen den Strompreis nicht wie uns Herr Habeck gesagt, ein paar Prozent. Nein, sie verdoppeln ihn. Das ist die Logik der Merit Order.
das Preiswerteste wegnehmen, dann bestimmt das teuerste Kraftwerk den Preis. Und das ist das Ergebnis. Die energieintensive Industrie verlässt Deutschland. 25% weniger in 23. Das ist teilweise Produktionsstilllegung, wie bei Aluminium, Düngemitteln. Aber es ist auch Auswandern, Verlagerung. Die Antwort der Politik ist, wir müssen einfach noch viel mehr Solar und Wind bauen. Das ist, dann schaffen wir das schon. Da muss man ein bisschen aufpassen. Wir hatten alle den Eindruck, ja, stimmt doch, wir haben doch schon 40% Solar und Wind, da ist doch schon, sind wir schon bald am Ende. Nein, das ist leider nicht so, weil wir dürfen nicht den Strom nehmen. Der Strom ist 25% unserer Energie. Nein, wir müssen die Mobilität nehmen, wir müssen die Wärme nehmen. Das soll ja auch alles auf Strom gesetzt werden. Und wenn man das nimmt und durchrechnet, dann kommen Sie auf etwa 5% Sonne- und Windanteil an der Primär. Ein weiter Weg, ein sehr weiter Weg. Und zu glauben, bis 2030 schafft das Olaf Scholz, dann muss ich sagen, wer hat ihm das denn eingeredet? Es gibt ein zweites Problem. Selbst wenn wir das jetzt bauen und alles dreimal, viermal Wind und Sonne machen, wir haben immer noch ein Problem, dass Wind und Sonne nicht auf Bedarf angehen. Nicht, wenn wir jetzt den Strom aus Solarplatten bedienen müssten, dann hätten wir ein kleines Problem, weil nachts ist tatsächlich keine Sonne da. Das ist naturwissenschaftlich auch nicht durch Parteitagsbeschlüsse zu ändern. Und Sie sehen hier einen typischen Dezember. Sie sehen unseren Verbrauch, das ist braun, dann blau, das ist der Wind und Sonne ist dann wenig da im Dezember. Und Sie sehen hier das Problem. Sie haben über 20 Tage auf einmal keinen Wind. Das gibt es. Sie haben 20 Tage lang keinen Wind. Das nennt man Dunkelflaute. Und dann wollen wir eigentlich auch noch mit dem ICE nach Saarbrücken fahren. Und dann wollen wir auch noch diese Lampen anhaben. Und da sehen Sie, das ist 60.000 Megawatt, die da fehlen. Dann sagt man, ja gut, da müssen wir einfach 3, 4, 5 Mal so viel machen. Das habe ich jetzt mal gemacht. Einfach mal multipliziert. Und da entsteht etwas, was die Mathematik uns eigentlich schon längst lehrt. 3 mal 0 ist 0 und nicht 3. Ne? Also wenn Sie ein Windkraftwerk haben und es ist kein Wind und Sie bauen noch 2 daneben und es ist kein Wind, dann ist immer noch kein Strom da. Das muss man begreifen. Das ist nicht einfach. Das muss man begreifen. Und jetzt kommt das Problem, dass Sie natürlich auf der anderen Seite dann riesen Überschüsse haben. Sie wissen gar nicht, wohin mit dem Strom. Der kommt aus den Ohren raus. Jetzt kann man dann sagen, ja, aber das ist doch der Trick. Wir müssen einfach das dahin packen. Dann haben wir das Thema erledigt. Speichern. Wir müssen die Überschüsse speichern. Da, wenn dann keine Sonne ist, tun wir das hin. Ist doch ganz einfach. Und das ist der Plan der Bundesregierung. Der ist allerdings ein bisschen teuer. Und das habe ich Ihnen jetzt mal, das Wasserstoff, hören Sie über. Wir machen alles mit Wasserstoff, ja. Gut, der heutige Windstrom kostet schon 7,5 Euro Cent, der wird immer teurer, weil Stahl und Kupfer wird auch teurer. Der Wind kostet nichts, aber da hat uns alt schon recht, ne? Der schickt uns keine Rechnung, aber der Kupferhersteller schon. Und der Hersteller von dem Stahlturm auch. Wenn wir dann die einzelne Schritte mal verfolgt, verlieren Sie auf jedem Schritt Energie. Dann bleiben 30% über. Wenn Sie dann, denn Sie müssen ja aus dem Wasserstoff auch wieder Strom machen. Es ist ja nicht nur so, dass Sie mal mit dem Wasserstoff, dann haben Sie noch keinen Strom, dann müssen Sie wieder zurück verstromen. Und da ist leider auch wieder die Physik mit dem Carnot-Prinzip eine Grenze, die einfach nicht zu überspringen ist, auch durch Parteitagsbeschlüsse nicht. Und dann sind Sie eben schnell beim Wasserstoffstrom von 30 Euro Cent. Ja, dann ist Ende Gelände. Aber in Wirklichkeit Ende Gelände für die Industrie. Ich habe es mir hier ausgerechnet. Dazu kommt natürlich noch die Hochspannungsnetze, die man ausbauen muss. Man muss natürlich auch Kompensationskosten berechnen, denn da müssen natürlich auch Kraftwerke warm gehalten werden für die geringe Zeit, die sie dann anspringen sollen. Also sie kommen locker auf 14 bis 15 Euro Cent. Damit ist in Deutschland keine Industrie mehr zu betreiben. Das können Sie vergessen. Und jetzt sehen Sie mal, wie dann Feinsteuerung in Deutschland passiert, indem man dann
sagt, naja, wir haben ein CO2-Problem, da müssen wir, koste was es wolle, jetzt ran. Und deswegen wird ursprünglicher Gesetzentwurf ab 1.1.2024 muss jedes Gastherme, die kaputt geht, durch eine Wärmepumpe ersetzt werden. Das ist jetzt mittlerweile um 3 Jahre geschoben worden, wie wir wissen. Aber mich interessiert in dem Zusammenhang, stehen die Kosten und die CO2-Reduktion überhaupt in einem Verhältnis zueinander, das vernünftiger Politik entsprechen würde. Und deswegen habe ich Ihnen mal eine kleine Rechnung hier mitgebracht. Wenn Sie die CO2-Emissionen des heutigen Strommixes nehmen, denn Sie müssen ja sehen, die Wärmepumpe hat zwar keine CO2-Emissionen mehr, aber das Kraftwerk, das den Strom liefert, schon. Ein Gaskraftwerk, manche sind auch Kohlekraftwerke. So. Und deswegen muss man den Strommix nehmen. Welchen CO2-Fußabdruck hat der denn? Das sind 0,494 Kilogramm pro Kilowattstunde. Nun hat die Wärmepumpe etwas wirklich Attraktives. Die macht aus einer Kilowattstunde Strom 3 Kilowattstunden Wärme. Deswegen finde ich die auch gut. Was ich nicht gut finde, ist, dass man glaubt, ganz Deutschland, 20 Millionen Häuser unterschiedlicher Provenienz und unterschiedlicher Lebensverhältnisse der Bewohner da drin, kann ja sein, dass sie gerade mal, der eine ist krank, der andere hat eine Scheidung hinter sich, der andere hat vielleicht nicht so viel Geld, sich für 200.000 Euro das Haus zu sanieren, dass man für alle gleichzeitig versucht, das über einen Leisten zu. Und das halte ich für einen großen, schweren Fehler. Also, COP3 heißt also, man kann mit der Wärmepumpe das Verdreifachen, den Wärme, die Wärme, nicht? Eine Kilowattstunde Strom macht 3 Kilowatt Wärme. Das heißt, wir teilen das, den Fußabdruck durch 3. Dann haben wir 0,164 Kilogramm pro Kilowattstunde Wärme. Wenn es ganz kalt ist, dann sinkt der COP, also der Effizienzgrad, nicht so bei minus 7 Grad, was ja häufiger vorkommen soll, auch im Saarland, dann geht natürlich der CO2-Fußabdruck nochmal nach oben. Und jetzt müssen Sie sich festhalten, was macht denn eigentlich unser Gasbrenner bei Pressing? Ja, der macht 0,178. So, und jetzt erklären Sie mir, warum wegen dieses Unterschieds an CO2 wir 130 Milliarden aus den Taschen der Bürger abgeben sollen. Das erklären Sie mir mal. Kann mir keiner erklären. Das ist eine Übergriffigkeit, die allerdings dazu geführt hat, dass die Leute, ich komme viel rum, ich fahre jeden zweiten Tag, so wie Sie hier nach Saarbrücken, durch Deutschland, und das ist eine Wut in der Bevölkerung, weil sie das spüren, dass man sozusagen in ihre private Entscheidung eingegriffen hat und sie kujonieren will, am Ende ihnen vorschreiben will, wie sie sich zu verhalten haben, wie sie sich zu bewegen haben, wird auch noch kommen, wenn die E-Autos rationiert werden, der Strom jedenfalls nicht zur Verfügung steht, dann kommt das auch noch. Und wenn Sie die Kosten sehen, 130 Milliarden, das ist unglaublich. Und Sie schaffen nichts Neues dafür. Ne? 130 Milliarden, Sie sparen kein CO2, aber ersetzen ein System durch dann was anderes. Nicht? Von wegen, wenn Ihnen sagt, ja, da sind ja jetzt Arbeitsplätze mit verbunden. Ja, ja gut, aber die anderen hatten auch Arbeitsplätze. Die Gasbrennwertkessel hatten auch Arbeitsplätze. Ich will noch ganz kurz was zur Klimadebatte sagen, dann. Denn das ist, ja, deswegen machen wir das ja. Nicht? Der Grund für diesen Heizungsübergriff war ja, wir wollen CO2 reduzieren. Der Grund für Frau von der Leyen, wir müssen CO2 in Deutschland so teuer wie möglich machen, damit die damit aufhören. Ja, und die Industrie hört dann da auf. Das ist auch gemacht worden, weil man CO2 reduzieren wollte. Und wenn Sie CO2 reduzieren wollen, dann macht man das, weil der Weltklimarat uns ja gesagt hat, das geht nicht gut aus. Es gibt eine Temperaturerhöhung. Und völlig klar, CO2 ist ein Klimagas. Es erhöht die Temperatur. Keine zwei Meinungen. Aber das Wichtige ist, dass die gesamte Klimadebatte auch in Deutschland immer von diesem völlig irrealen Szenario, das ist das, was Sie in der Tagesschau sehen, beherrscht wird. 8,5, dann würde uns die Kohle noch ausgehen in diesem Jahrhundert. So viel Kohle gibt es gar nicht, wie die da verbrannt haben in ihren Modellen. Das ist das Modell, was wirklich realistisch ist. Die Emissionen steigen noch ein bisschen durch China und
Indien und andere bis 2050 und dann geht es runter. Das wird die Entwicklung sein. Das ist die wahrscheinlichste Welt. Und wenn Sie sich die angucken, dann hier, dann sehen Sie bis 2060 ungefähr 1,5 Grad. Das heißt also von heute an nochmal 0,3 Grad. Das ist kein Weltuntergang. Das müssen wir mal den Kindern sagen. Die glauben das wirklich, dass die Welt untergeht. Und ich habe das jetzt mal für Saarbrücken hochgerechnet. Es gibt ein wunderbares Tool von den Klimaforschern, und zwar Max-Planck-Institut in Hamburg. GERIX nennt sich das, Max-Planck-Institut für Klima und Meteorologie. Die haben diese beiden Szenarien, die ich gerade gezeigt habe, das wahrscheinlichste Szenario 4.5 und eins, wo wir aufhören mit CO2 in den nächsten Jahren, das nennt sich 2.6, das haben sie mal verglichen. Also wenn Sie sich mal diese Webseite, jeder kann ja die Präsentation sicherlich beim Veranstalter abrufen. Das ist spannend. Da haben Sie für jeden Landkreis in Deutschland die Perspektive, was ist die Temperatur in 51, in 91 und so weiter. Richtig schönes Tool. Das habe ich jetzt mal für Saarbrücken gemacht für Sie. So, ich habe einfach mal die dort dargelegten heißen Tage. Wie viele heiße Tage gibt es in den Szenarien? Wie viele tropische Nächte? Sind die Nächte unter 20 Grad? Wie viele Starkregenereignisse gibt es und wie viele Froste? Und da sehen Sie was ganz klar, wenn Sie jetzt aufhören mit CO2 und dann richtig eine Vollbremsung machen, dann haben Sie 3,3 heiße Tage mehr und 0,4 mehr tropische Nächte, nicht so relevant. Natürlich Frosttage werden weniger, weil es ja insgesamt wärmer wird, auch im Szenario B. Aber jetzt schauen wir uns das Szenario A an. Und dann 5 mehr heiße Tage, 1,3 tropische Nächte, wie gemerkt 2051. Und einen Starkregentag mehr. Für die, die nicht so gut im Kopf rechnen sind, habe ich das nochmal dargestellt. Wir reden also im Unterschied über 1 bis 2 heiße Tage mehr. Wir reden über einen tropischen Nacht mehr und einen halben Starkregentag mehr. Darüber geht die Diskussion. Das ist das, wo wir gerade am Ende sind, am Ende Gelände. Ja? Dafür kleben wir uns an. Dafür legen wir die Republik lang. So, und jetzt habe ich noch eine gute Nachricht. Bei all dieser schlimmen CO2-Emissionen, die wir gemacht haben, wir haben jetzt 37 Milliarden Tonnen, nicht? 37 Gigatonnen werden emittiert von den Menschen. Das waren mal nur 10 in 60. Viermal so viel emittiert die Welt jetzt. Und das Spannende ist aber, die Konzentration in der Luft ist nur von 315 auf 420 ppm angestiegen. Ist nicht vervierfacht. Wie kommt das? Ja, weil diese wundervolle Gaia, diese Erde, die meint es gut mit den Menschen. Die verzeiht ihr so den Menschen sogar manche Sünden und manche Fehler. Denn sie kämpft auch gegen das CO2 oder andersherum naturwissenschaftlich. Sie freut sich sogar über das CO2. Denn die Pflanzen wachsen viel besser als vorher. Die Pflanzen, das ist hier das Grüne, nehmen immer mehr CO2 auf und nehmen es deswegen aus der Atmosphäre raus. Und die Ozeane nehmen auch mehr CO2 auf. Das ist ein physikalisches Gesetz. So, und Sie sehen, die Erde wird grüner. Das ist doch spannend, oder? Darf man gar nicht mehr sagen. Das ist, glaube ich, rechts oder irgendwas. Ja? Die Erde wird grüner. Das ist aber nicht nur, dass die Blätter grüner werden, sondern es werden auch die Früchte größer. Die Weizenkörner werden wegen CO2 größer. Um 15% ist das Nahrungsmittel, sind die Nahrungsmittel Weizen, Hauptnahrungsmittel Weizen, Reis und andere in den letzten 40 Jahren stärker gewachsen wegen des hohen CO2. Damit will ich CO2 nicht verharmlosen. Das ist ein ernstes Problem, das wir bekämpfen müssen. Aber wir müssen doch zumindest wissen, dass es auch diese Komponente gibt. Und jetzt kommt das Spannende. Wenn es uns gelingen würde, diese Emissionen, die eben nicht von der Pflanze und nicht von den Ozeanen aufgenommen wird, herunterzudrücken. Also auf 50%. Denn 50% nehmen Sie heute schon auf. Dann ist das Thema erledigt. Dann gibt es kein Wachstum mehr von CO2. Das ist doch eine gute Nachricht. Also wenn Ihnen irgendeiner mal sagt, ja, wir müssen auf null, und zwar morgen, sagen Sie, ich habe da mal was gehört, ich war in Saarbrücken, das war ganz spannend.
Wusstest du eigentlich schon, dass die Pflanzen das auch aufnehmen und gerne? Und je mehr wir ausstoßen, sie auch dann mehr aufnehmen und die Ozeane auch. Das heißt, wir müssen einfach nur mal halbieren, dann sind wir genau da, wo ein Gleichgewicht wieder entsteht. So. Und dann hätten wir tatsächlich etwas erreicht, was das Bundesverfassungsgericht nicht erkannt hat. Denn die haben gesagt, nein, nein, das Meere und Biosphäre nehmen nichts auf. Ganz, ganz kleine Teile nur. 55%. Ganz kleine Teile nur. Und deswegen alles, was da der Mensch emittiert, Originalton Bundesverfassungsgericht, unser Bundesverfassungsgericht, kommt auf natürliche Weise nicht mehr zurück. Müssen Sie sich mal vorstellen, wie unwissenschaftlich ein solches Gericht urteilt. Und kommt dann zum Ergebnis, ja, wir müssen ganz schnell runter. Und radikal. Es gibt keine andere Möglichkeit. So. Und jetzt will ich Ihnen aber noch sagen, warum haben wir, was haben wir denn als Alternativen? Ganz kurz. Ich will ja auch ein paar gute Nachrichten hier verteilen. Unter der norddeutschen Tiefebene gibt es eine der größten Schiefergasvorkommen. Ja, Fracking. Ja, wie sofort. Fracking, ganz schrecklich. Ja. Wieso? Moment. Fracking holen wir gerade aus Amerika. Da ist es gut. Und die Amerikaner gehen dann viel leichtfertiger mit um, wie sozusagen ein deutscher Landrat, der das genehmigen würde. Das kann ich Ihnen sagen. Die lassen nämlich die ausgeförderten Bohrlöcher einfach offen. Dann perlt das weiter raus, das Methan. Ja? Das würde in Deutschland nie passieren. Das würde uns die nächsten 30 Jahre völlig unabhängig machen von Import. Muss man nur machen. Wir wissen, wo es liegt, aber ich weiß schon, warum Olaf Scholz sagt, da gehe ich nicht ran. Weil er weiß, dass am ersten Tag, an dem der Bohrturm abgesenkt wird, da die ersten Klimakleber sich drankleben und die Fernsehteams berichten und der Mainstream-Journalismus feiert diese Protestierer. Das wird passieren. Und wir können das CO2 aus der Kohle rausnehmen. Die RWE hat in England jetzt bekannt gegeben, in England macht sie das, in Deutschland. Nee, da denken wir nicht dran. Es gibt ein tolles Verfahren von BASF und Linde, um das CO2 aus den Kraftwerken rauszuholen. Und das wäre deutlich billiger als das, was wir an Zertifikat für CO2 bezahlen müssen. Und die nächste gute Nachricht, die Wissenschaft geht ja immer weiter, nicht? Es gibt mittlerweile ein isländisches Unternehmen, das hat jetzt erforscht, dass wenn man CO2 in den Untergrund presst, dann setzt sich das CO2 im Basalt innerhalb von 2 Jahren zu 95% zu Carbonaten um. Also vom Silikat zum Dolomit. Und das bleibt bis zum jüngsten Gericht dort. Weil alle immer denken, naja, wenn man das CO2 verpresst, dann kommt es ja irgendwann hoch, dann geht das in die Keller und den wollen wir alle nicht. Ne? Deswegen ist es ja in Deutschland verboten, wie Sie wissen. Das CO2 verpressen, aus der Atmosphäre rauszuholen, zu verpressen, also aus dem Schornstein rausholen, ist in Deutschland verboten. Und dank dem damaligen Oppositionsführer im Schleswig-Holstein-Landtag, der hieß Robert Habeck. Der hat das damals zur Bundesratsinitiative gemacht und die CDU war blöd genug, draufzuspringen. Und dass wir natürlich über die Kernenergie forschen müssen, ist ja gar keine Frage. Die ganze Welt tut es. Schweden, Dänemark, Kanada, Großbritannien, USA, nur wir nicht. Und das Schlimme ist, wenn Sie sich die Umfragen anschauen zur Kernenergie, dann hat die sich in den letzten 10 Jahren deutlich verschoben. Es war, nach Fukushima waren 25% nur noch der Meinung, ja, Kernenergie ist eine gute Idee. Aber jetzt haben wir eine Situation, wo 25% der Meinung sind, Kernkraftausstieg ist richtig und 75%, 80% der Menschen sagen, lass doch die Dinger so lange weiterlaufen, bis wir eine wirkliche Alternative haben. Und deswegen ist schon interessant, dass eine Regierung gegen die Interessen der Mehrheit stößt. Das haben wir einmal häufiger. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Herr Fahnholz, schon mal danke für den Vortrag. Die erste Frage, die habe ich mir gar nicht auf meine Karten geschrieben, aber man denkt jetzt natürlich, die Politik ist dumm oder die Politik begeht eine Straftat, wenn alles so ist, wie Sie es sagen. Also wie kann das sein, dass die Faktenlage so ist, wie Sie sie vorgestellt haben und die Politik so handelt? Warum? Nein, die Politik ist nicht dumm, obwohl man hier und da durchaus auch unterschiedlicher Meinung sein. Wir haben tatsächlich einen Qualitätsverlust in der Politik, das
sagen ja nicht nur ich, es scheint ja mittlerweile so zu sein, dass ein abgebrochenes Studium am besten qualifiziert im Deutschen Bundestag zu sitzen. Das war ja früher mal anders. Aber das würde ich niemandem unterstellen, sondern es ist in der Tat eine ideologisch orientierte Politik, die bestimmte Glaubensbekenntnisse, kann man das schon sagen, für sich in Anspruch nimmt und sie mit aller Härte verfolgt. Es ist ja irgendwie so, dass uns die Religiosität abhandengekommen ist und da entsteht jetzt was Neues. Da entsteht eine neue Religiosität, das ist nicht mehr mit Wissenschaft und mit Realität hat das zu tun, sondern mit Glauben. Ich glaube, dass es gut ist, dass wir nur noch mit Wind und Sonne Deutschland versorgen. Das glauben wirklich viele. Und jeder, der nachrechnet, wird feststellen, es wird nicht funktionieren oder es wird so teuer, dass wir unseren Wohlstand verlieren. Und deswegen ist es eine, ja, für mich dann auch der einfache Weg, weil wir haben diesen, wäre zu einfach zu sagen, das ist jetzt die Politik, sondern wir haben mittlerweile in Deutschland doch verlernt, Risiken einzugehen. Und wer keine Risiken eingeht, nimmt auch keine Chancen mehr wahr. Und wir haben weiter in Deutschland verlernt, dass Leistungsfähigkeit die Grundlage unseres Wohlstands ist. Also das heißt, wir haben einen Mainstream, der sich insbesondere in den Massenmedien niederschlägt, der eigentlich immer so den leichten Weg geht. Ja, lass doch Kernenergie weg, ist doch egal, merkt doch keiner. Ne? Oder, ja, wieso brauchen wir den Kupfer in Deutschland? Kann doch weg. Die Konsequenzen nicht bedenkt und das Erwachen kommt ja irgendwann, wenn die Leute das merken. Das Schöne ist, es merken jetzt Leute immer mehr, dass sie es selbst betrifft. Und da ist meine Hoffnung, dass es immer mehr werden, die sagen, ihr könnt uns hier viel erzählen, aber eine Nachprüfung kommt zum Ergebnis, dass ihr uns nicht die ganze Wahrheit erzählt. Und das passiert jetzt beim Heizungsgesetz, nicht? Das passiert auch bei der E-Mobilität. Nicht? Ich meine, glaubt denn irgendjemand wirklich hier im Saal, dass 40 Millionen Autos in Deutschland mit Strom zu jeder Zeit bedient werden kann und sie entscheiden können, dass wann immer sie losfahren wollen, genügend Energie in ihrer Batterie zu haben. Glauben Sie das im Ernst? Das sagt ja selbst die Bundesnetzagentur, dass das nicht funktionieren kann. Dass dazu die Leistungsdichte unseres Netzes gar nicht ausreicht, diese Spitzen zu bedienen. Und deswegen spüren das immer mehr, dass das nicht zutrifft. Und ich glaube, dass mit dem Heizungsgesetz der Rubikon überschritten worden ist. Dass die Leute wirklich gemerkt haben, die erzählen uns was von CO2. In Wirklichkeit geht es aber gar nicht um CO2, sondern es geht darum, uns vorzuschreiben, wie wir zu leben haben. Das ist, glaube ich, der wahre Grund. Es gibt einen Hang in der Politik zu glauben, der Staat kann es besser, der kann für uns entscheiden. Der Staat kann besser für uns entscheiden, was gut ist. Haben Journalisten auch diesen Drang? Weil Sie haben ja heute in dem Vortrag einiges, auch manches aus dem Buch, kam mir schon etwas bekannt vor aus dem Vortrag. Aber die ARD-Journalistin Anja Reschke, die hat Ihnen ja zum Beispiel in ihrer Sendung Reschke Fernsehen unterstellt, dass Sie ein Klimaleugner seien. Ja. Wer Anja Reschke nicht kennt, Anja Reschke ist eine Journalistin des öffentlich-rechtlichen Rundfunks, die hat jetzt auch ihre eigene Sendung Reschke Fernsehen, wo sie investigative Inhalte aufdeckt oder vermeintlich aufdeckt. Und da wurden Sie ja auch als Klimaleugner bezeichnet. Was haben Sie da, Frau Reschke, zu sagen? Ja, wissen Sie, das ist die Methode, wenn man in der Sache nicht mehr streiten will oder kann, dann nimmt man eine Schublade, packt den in die Schublade und dann braucht man sich darüber nicht mehr auseinanderzusetzen. Ich meine, sie hat ja in der Sendung noch was viel, aus meiner Sicht, viel Schlimmeres gemacht. Nicht? Sie hat ja mein Buch genommen und hat es in die Kulisse geworfen und hat gesagt, brauchen Sie nicht zu lesen. Da steht nur dummes Zeug drin. Ja, nicht ein Satz aus dem Buch wurde zitiert und dann widerlegt. Ich würde es so gerne mal haben wollen. Das Buch kann jeder lesen. Er soll mir einen Satz sagen, den er widerlegen möchte. Aber sie hat es getan, indem sie es in die Kulisse geworfen hat. Das ist schon für einen öffentlich-rechtlichen Rundfunk
ich finde das niederträchtig, wenn ich das mal sagen will. Als Autor, der so behandelt wird, ist das, für mich ist das niederträchtig. Vor allem müssen Sie auch GEZ-Gebühren zahlen. Bitte? Sie müssen ja auch weiterhin den öffentlich-rechtlichen Rundfunk bezahlen. Sie können jetzt nicht sagen, ja, ich muss wurde ja schlecht leider behandelt. bezahlen. Sie sind da ja drin in der Gebühr. Aber welche Rolle spielt die Presse denn generell für Sie in der Energiekrise? Naja, es gibt ja den Spruch von Arnold Fahrz, ein Freund von mir, der auch mal Umweltminister in Sachsen war, einer, der mit maßgeblich die Wende in der DDR geschafft hat, der sagt, es wird keine Änderung in der Energiepolitik geben, solange der öffentliche Rundfunk Zwangsgebühren finanziert wird. Weil wenn Sie das anmachen, dann hören Sie diese kritischen Töne nicht. Sie hören auch nicht Zweifel daran, dass möglicherweise die Rechnung nicht ausgeht. Es wird auch nicht darüber berichtet, dass wir im Zusammenhang mit Windenergie auch Nachteile haben, ne? Für Fledermäuse, Greifvögel, auch für Menschen. Das hören Sie nicht. Und deswegen glaube ich, hat er schon was. Der öffentliche Rundfunk braucht sich ja auch nicht nach den Kunden zu richten. Die müssen sie ja bezahlen. Die können ja sagen, was sie wollen. Die können ja den größten Blödsinn erzählen, nicht nur. Unsere Oma ist eine alte Umweltsau, ne, hörte man im WDR. Dass wir das alles noch bezahlen müssen, das ist ein wirklicher Unding. Und wenn der Rundfunk, der öffentliche Rundfunk, nur von denen bezahlt würde, die ihn dann auch hören, dann würden sich die Journalisten, glaube ich, ihrer Arroganz langsam mal abgewöhnen. Das Volk zu belehren, das Volk sozusagen wie einen dummen Jungen zu behandeln, ihm zu erzählen, wie er sich zu verhalten hat oder sie sich zu verhalten. Das ist eine Attitüde, die dazu führt, dass die Leute diese Tagesschau nicht mehr sehen wollen. Ich kenne viele, die sagen, ich drehe das gar nicht mehr an. Ich muss mir das nicht gefallen lassen. Da muss man leider sagen, ARD und ZDF sind immer noch die meistgesehenen Sender jeden einzelnen Tag in unserem Land. Sie haben ja gesagt, dass man sieht es ja auch an der Bestsellerliste. Also wir haben ja eben noch vorher darüber uns unterhalten, wie hoch auch Ihr Buch immer noch im Ranking ist. Und wahrscheinlich hat sogar Reschke Fernsehen gut getan, dass das Buch noch mal höher kam. Das ist ja meistens so, dass Leute dann doch interessiert sind, was darin vorkommt. Aber gibt es denn dementsprechend Unterschiede in der öffentlichen und der veröffentlichten Meinung? Ja, natürlich. Es gibt, und das ist natürlich eine Gefahr für die Debatte, die politische Debatte, wir haben zwei unterschiedliche Blasen. Sie haben eine Regierungsblase, die von nicht nur öffentlich-rechtlichem Rundfunk vertreten wird, sondern auch von vielen Mainstream-Medien, wie FAZ, Süddeutsche, die auch nicht mit Kritik, die auch ungern Kritik sich auseinandersetzen wollen. Das ist schon alles richtig, was die Regierung macht. Und dann haben sie eine andere Blase, das ist eine Blase der sozialen Medien. Da gibt es ganz viele Kanäle, auf denen sich andere auch informieren. Ne? Was weiß ich, Tichys Einblick oder Achgut oder andere. Da ist aber auch eine Blase. Die sind auch nur noch unter sich. Ne? Und so sehen sie, dass im Volke sozusagen ein Riss entsteht. Das es gibt keine Mitte mehr. Ein Riss zwischen Stadt und Land. Die Städter, die sagen, ja, also ich habe nichts gegen den Wolf, ich habe auch nichts gegen Windenergie. Ja, ja hat er auch nicht, braucht sich auch nicht mit umzugehen. Nicht? Aber der Menschen im ländlichen Raum wird möglicherweise die Heimat geklaut dadurch. Und der sieht das vielleicht ganz anders. Das heißt, wir haben einen Riss, der sich immer weiter auseinander bewegt, weil die Diskussionsfähigkeit nicht mehr gegeben ist, dass man miteinander diskutiert. Ich bin in den Nullerjahren, war ich ja fast jeden zweiten Monat bei Maischberger oder Will oder wie sie alle heißen. Da war ich der Posterboy, weil ich war ja bei den Großkonzernen, aber für Erneuerbare. Also, damals war Erneuerbare noch nicht en vogue, da wurde das ja noch nicht von
Leben so toll gefunden. Und seitdem ich sozusagen aber diesen Überschwang unterhalb des Null CO2 findet nichts statt an Diskussion. Jede politische Entwicklung hat sich zu orientieren, ist das nun klimafreundlich oder nicht? Seitdem ich das kritisiere, bin ich seit 2012 nie mehr eingeladen worden. Ich war vorher, glaube ich, in 15 Talkshows, 20 Talkshows. Und das zeigt es, dass sie eben separieren, nicht? Ich meine, was ist so frevelhaft an dem, was ich gesagt habe? Sie können mir gerne widersprechen. Ich muss auch vielleicht nicht in allem Recht haben, Petze aber. sind die Zwangsgebühren, weil sie Zwangsgebühren sagen. Und natürlich öffentlich-rechtliche Talkshows und Journalisten sagen, wozu sollen wir jemanden einladen, der über Zwangsgebühren spricht? Das ist natürlich immer ein Punkt in Redaktionen. Wenn Sie mir das vorher sagen würden, dann würde ich das vielleicht sogar auch nicht, würde ich darauf verzichten. Aber auch das muss, glaube ich, ein öffentlicher Rundfunk ertragen. Auch das Ja. muss ein Parlament ertragen, dass sich ein Teil der Bevölkerung das so empfindet. Ne? Absolut. Wir sind ja auch heute auch hier, um nicht nur über den Journalismus zu reden, aber es hat mich interessiert nach Ihrer Präsenz, sondern vor allem auch über Ihr Buch, was es ja heute hier auch zu kaufen gibt. Und wenn Sie jetzt den Inhalt in kurzen Worten erklären sollten, die für all diejenigen, die das Buch noch nicht gelesen haben, bevor wir kurz noch in die Kapitel reingehen, warum sollte man es lesen und worum geht es? Ja gut, das habe ich geschrieben in der beginnenden Energiekrise, also im letzten Herbst bis März letzten Jahres. Das ist also sehr aktuell. Und es analysiert, warum, wie es dazu gekommen ist, wie Sie an einigen Beispielen gesehen haben. Wir überhastet geglaubt haben, in Deutschland alleine die Welt zu retten. Das ist ja der maßgebliche Treiber. Ich kann das ja verstehen, dass viele sagen, Mensch, jetzt soll von Deutschland endlich mal was Gutes ausgehen. Wir haben früher so viel Unsinn hier und schlimme Dinge über die Welt gebracht. Jetzt soll mal von Deutschland was Gutes ausgehen. Wir wollen die Vorreiter sein für Klima. Schutz und wir stellen fest, dass alles das, was gut gemeint ist, am Ende sogar zu schlimmeren Folgen führt. Ich will ein Beispiel geben. Man hat den Versuch gemacht, in 22, als das russische Gas ein bisschen wackelte und wir nicht sicher wussten, ob wir es noch kriegen, hat dann das Wirtschaftsministerium weltweit Gas aufgekauft, bis der Arzt kommt. Und die Gaspreise nach oben gejagt, dass sich Pakistan und Bangladesch das Gas nicht mehr leisten können. Was haben die gemacht? Die haben gesagt, wir legen unsere Gaskraftwerke still und setzen wieder auf Kohle. Und wenn Sie das Ergebnis sehen, die Deutschen sagen, wir wollen keine Kohle, wir wollen jetzt am Gas festhalten. Die hätten ja die Kohle nehmen können. Und unsere Kohlekraftwerke sind besser als die in Bangladesch. Glauben Sie mir das. Ja, da kommt weniger CO2 raus. Aber was wir gemacht haben, ist, wir haben die Bangladeschis wieder in die Kohle gezwungen, die mit unzureichenden Kohlekraftwerken mehr CO2 emittieren. Oder denken Sie an das, was jetzt ab 1. Dezember passiert. Da wird für jeden Lkw-Transport eine CO2-Abgabe jetzt in die Maut hineingebracht. Die CO2-Abgabe, 8,5 Milliarden will der Staat absahnen. Und sagt, das ist doch gut, ist doch, um CO2 zu vermindern. Es wird überhaupt nichts vermindert. Es gibt gar kein Elektro-Lkw-Auto. Gibt doch keine Alternative. Die fahren genauso wie vorher, nur es wird teurer. Und was bedeutet das? Das heißt, wir alle bezahlen beim Joghurt diese CO2-Abgabe. 8,5 Milliarden. Wenn es wirklich so wäre, dass man dann sagt, okay, das wird jetzt so teuer, dann brauchen wir diese ganzen Güter nicht mehr, wer muss dann auch jeden Tag Joghurt essen. Ne? Und wir sparen diese Lkw-Fahrten. Was passiert dann? Das hat Herr Sinn sehr schön, Professor Sinn sehr schön zum Ausdruck gebracht. Wenn wir Benzin einsparen, wenn wir Öl einsparen, dann wird eins, das nennt man das grüne Paradoxon, dann wird der Weltmarktpreis geringer und woanders wird es mehr verbraucht. Weil es kommt entscheidend darauf an, was die Saudis und die Förderländer fördern, was hochkommt, was hochgefördert wird, das wird auch irgendwo auf der Welt untergebracht. Entweder bei den Deutschen, wenn sie es dann kaufen,
Und wenn sie es nicht kaufen, dann machen es die anderen. Für die ist es dann billiger geworden. Das heißt, am Ende ist das eine Politik, die uns suggeriert, wir tun was Gutes. Aber das Einzige, was wir tun, ist, wir schaden uns. Massiv, wie ich dargestellt habe. Wenn sie natürlich der deutschen Industrie so schaden, dass sie auswandern, dass sozusagen das Silizium nicht mehr in Deutschland gemacht wird für Chips, sondern in China oder USA, ja, dann emittieren sie mehr CO2 und das Gegenteil ist passiert. Also insofern, ja, das habe ich versucht darzustellen. Ich habe auch versucht darzustellen, dass es mehrere Denkschulen in der Welt gibt. Es gibt einmal die Denkschule, die sagt, okay, ja, wir haben ja ein CO2, sagen sie alle, wir haben ein CO2-Problem, sage ich auch. Wir haben keinen Klimaleugner. Auch wenn es bei Wikipedia so steht. Sondern wir müssen ja dafür sorgen, dass, oder wir haben im Buch beschrieben, dass es unterschiedliche Denkschulen gibt. Die Amerikaner sagen Kernenergie, Erneuerbare. Die Franzosen sagen Kernenergie. Die Chinesen sagen Kohle. Aber die Saudis sagen ja Öl und Gas. Aber wir wollen das CO2 abschalten. Und diese spannende Diskussion kommt jetzt. Und die einzigen in der Welt, wirklich die einzigen in der Welt, die glauben, mit Wind und Sonne es alleine zu machen, das sind wir. Es gibt kein anderes Land auf der Welt. Nur wir. Wir sind die Geisterfahrer. Und das habe ich mal dargestellt, wie die Japaner sich das vorstellen, wie sich die Saudis die Zukunft vorstellen, wie sich die Chinesen das vorstellen. Und alle haben das gleiche Ziel, CO2 zu reduzieren. Und ich sage mal, die anderen werden erfolgreicher sein, weil sie realistischer sind und bezahlbar. Und wir glauben, den anderen beibringen zu können, wie man es wirklich macht. Und wir werden grandios scheitern. Und uns wird niemand folgen. Das ist das große Problem. Wenn wir wirtschaftlich scheitern, wir stehen ja kurz davor. Glauben Sie, dass die Chinesen, die Japaner, die Brasilianer diesen Weg hinterhergehen und sagen, gut, dass die Deutschen uns gezeigt haben, wie es nicht geht. Das wird passieren. Und die machen ihren eigenen Weg. Die Chinesen werden ihre Kohle nutzen und sie werden das CO2 abschalten. Ja, sie werden natürlich oben, das hier, was ich gezeigt habe, da was bei RWE entwickelt worden ist, die CO2-Abschaltung nutzen und werden sich ihre Kohle dadurch umweltfreundlich gestalten. Grüne Kohlekraft. Aber bleiben wir dann noch einmal bei der Atomkraft, die Sie am Anfang angesprochen hatten. Also Sie haben in Ihrem Buch geschrieben, in dem Kapitel über die Atomkraft, und das fand ich sehr spannend, entweder haben die Minister keine Ahnung oder was wahrscheinlicher ist, sie versuchen, die Bevölkerung hinter die Fichte zu führen. Ja. Da ist dann natürlich die Frage, warum? Es bezog sich auf die damalige Diskussion, dass die grüne Umweltministerin und der grüne Wirtschaftsminister gesagt haben, der Streckbetrieb bringt keine zusätzliche Kilowattstunde. Das ist natürlich stundenerlogen. Natürlich hat der Streckbetrieb mehr Kilowattstunden gebracht. Ja? Und dass sie auch noch weiter gesagt haben, wir kriegen keine Brennelemente. Nicht? Ich meine, gut, die Lieferzeit für Brennelemente sind eben 3 bis 6 Monate. Wenn man natürlich sozusagen bis zum letzten Tag wartet, dann kriegt man auch keine mehr. Aber dann soll man nicht den Leuten erzählen, ja, wir haben ja keine Brennelemente bekommen. Ja? Das ist ja, ich meine, wir können uns selber veräppeln, aber ich muss mich nicht vom Minister veräppeln lassen, dass es keine Brennelemente auf der Welt gibt. Natürlich gibt es die. Die muss man nur rechtzeitig bestellen. Deswegen, das ist der Versuch. Ich kann das verstehen. Die Grünen sind damit groß geworden, mit dem Kampf gegen die Kernenergie. Nicht? Damals die Geburtsstunde war Wühl und Brockdorf. Das waren die Geburtsstunde der Grünen. Wo sich getroffen hat, sozusagen der linke Antikapitalismus mit dem verträumten Idealismus, wir können auch so leben wie im Jahre 1850 oder wie das vorher Hermann jetzt neudeutsch sagt, 1980 reicht ja auch. Ne? Aber so schlimm ist es ja noch nicht. Sie schreiben aber an einer anderen Stelle, Zitat, dass wir ein Land auf dem Niveau eines Schwellenlandes werden könnten. Ja. Und das hat mich schon aufgeschreckt. Also blicken Sie wirklich so düster in die Zukunft für Deutschland? Ja, natürlich. Also Sie müssen sich vorstellen, wenn Sie, wenn das ist ja jetzt nicht
eine Fantasie. Nicht? Herr Scholz sagt, wir wollen bis 2030 80% des Stroms auf Wind und Sonne bauen. So. Dann habe ich nachgerechnet, das heißt also eine Verdreifachung des Strompreises. Weil es ja nicht nur so ist, dass die Windenergie, die wird ja nicht billiger, sondern wird ja eher teurer. Dass dann, und dann haben sie noch diese tolle, das muss ich unbedingt loswerden, diesen tollen Blödsinn, das muss unbedingt in Bayern gemacht werden. Also dieser Blödsinn, ne? Dass der Wind halb so stark, das heißt also, und damit überhaupt Wind dort gebaut wird, wussten Sie das, dass die Windmüller in Bayern, wenn sie dann ein Windkraftwerk bauen, nicht 7,5 Euro Cent, sondern 11 Euro Cent kriegen, die kriegen 50% mehr. Also so nach dem Motto, ja, wenn das schon schlecht ist, dann zahlen wir die auch mehr. Ja, so eine Volkswirtschaft kannst du doch, das ist doch, wie soll ich sagen, vom Entwicklungsland nicht mehr viel, viel, viel entfernt. Wenn du sozusagen solche Entscheidungen machst, dass du sagst, naja, wir nehmen die Energie da, wo sie am ineffizientesten erzeugt wird, aber der Steuerzahler zahlt das dann schon. Das ist ja mehr als dumm. Ja, und diese Entwicklung haben wir. Und das heißt am Ende, ich mache mir wirklich Sorgen, das ist jetzt kein Gerede, die Automobilindustrie ist quasi durch eine gemeinsame Entscheidung der Europäischen Kommission mit Deutschland zusammen kaputt gemacht. Aber ist die Automobilindustrie vielleicht an dieser Stelle die Frage auch selber schuld? Weil die werfen sich ja schon selber fast hin, entschuldigen sich dafür, dass sie überhaupt die Automobilindustrie sind und haben ja jetzt auch nicht besonders viel Lobby mehr gemacht, oder? Zum Beispiel für den Verbrenner ja, und andere Sachen. Die Automobilindustrie, da muss man dazu sagen, war in dem, als die Entscheidung in Europa anstand, hatte VW gerade versucht, die Regierung und die Gesellschaft zu betrügen. Und zwar massiv. Und zwar, die wussten alle, dass sie diese Zielwerte nicht erreichen können. Anstatt aber dann wirklich zu sagen, wir können das nicht, tut uns leid, wir können das nicht. Ihr müsst ein anderes Gesetz machen. Das ist naturwissenschaftlicher Quark, was sie da macht. Haben sie betrogen. Ja. Ja? Den einfachen Weg zu gehen. Und damit haben sie der Industrie natürlich massiv geschadet. Sie waren überhaupt nicht mehr, wie soll ich sagen, satisfaktionsfähig. Und dann ist eben was passiert, dass unter tätiger Mithilfe der Sozialdemokraten und Christdemokraten in Deutschland die eigene Automobilindustrie kaputt gemacht worden ist. Und jetzt haben wir den Salat und wir werden demnächst chinesische Autos bekommen, nicht? Die dann durch Deutschland fahren, nicht? Wie ich jetzt schon gesehen habe, mit Kameras, nicht? Also eine bessere Spionageeinrichtung kannst du gar nicht haben, nicht? Die fahren an Kasernen vorbei, die fahren dann an sicherheitsrelevanten Dingen vorbei, können nie abgeschaltet werden, aber die Daten kommen alle in Peking an. Das ist doch wunderbar. Und so eine dumme Politik, nur warum? Weil wir glaubten, es mit CO2 müssten wir sie mal zeigen. Ja? Und meine, dieses Land hat die besten Autos der Welt gebaut. Die besten Verbrenner. Und ich erinnere mich noch, vor 10 Jahren wurde man für den Diesel gefeiert. Da haben wir gesagt, ja, wenn du einen Diesel fährst, dann ist das energiesparend und das ist besonders effizient. Alles weg. Und da sind wir doch schon dabei. So. Und das Gleiche passiert mit der Industrie, die sich so klammheimlich, sukzessive verabschiedet. Ja? Das ist etwas, wo wir jetzt den 25%, wo wir die Erkenntnis haben, die kommen auch nicht zurück. Es ist ja nicht so, dass sie sagen, morgen, wir haben die Fabrik in China gebaut. Ach ja, jetzt bauen wir sie wieder erneut hin, weil 10 Milliarden BASF in Nanjing, das ist ein Wort, nicht? Das ist eine zweite BASF in Nanjing. Und die hätten wir gut auch hier haben können. Aber wir können es nicht, weil ich kann das verstehen. Man kann es nicht bezahlen. Die Produkte, die da gemacht werden, sind nicht mehr wettbewerbsfähig. Und jetzt versucht die Regierung, die Fehler, die sie gemacht hat, die schweren Fehler, ja, Kapazität stillzulegen in der Krise, dadurch wieder wettzumachen, indem sie jetzt Subventionen verschieben. Sie sagt ja jetzt, das haben Sie ja mitbekommen,
Es muss so einen Brückenstrompreis geben. Also die Industrie wird jetzt, der Industriestrompreis wird von uns allen jetzt runtersubventioniert auf 5 bis 6 Euro Cent. Und das sind dann so 15 Milliarden im Jahr. Ne? Meine, wir haben es ja. Ne? Ist ja nicht so, dass wir das in den Schulen und den Universitäten gebrauchen können. Da sind wir ja top. Ne? Oder bei der Bahn wäre vielleicht auch ganz gut. Dann wäre ich jetzt für heute pünktlich gekommen. Nein, wir werden diesen Strompreis runtersubventionieren. Aber das Ergebnis ist, es ist gar keine Brücke, weil die Brücke führt ins Nirgendwo. Da ist gar kein Pfeiler auf der anderen Seite. Denn es wird nur teurer. Es wird nicht billiger. Also eine Brücke würde man sagen, okay, wenn das für 3 Jahre ist das mal möglich. Und dann haben wir wieder einen wettbewerbsfähigen Strompreis. Ist aber nicht, wie ich gezeigt habe. Denn Windenergie und Sonnenenergie wird ja teurer werden, weil sie müssen ja die Integrationskosten. Das ist ja immer nett, wenn man sagt, ja, die Sonne, du kannst Sonnenstrom für 8 Euro Cent machen. Ja, super. Ja, im Winter aber nicht. Und wie kommt der Strom im Winter dahin? Und dann müssen sie transformieren von Strom in Wasserstoff, in Batterien und wieder zurück. Und dann wird es eben leider, leider nicht funktionieren. Und deswegen komme ich zu dem Ergebnis, wenn wir nicht wirklich spätestens in 2 Jahren eine Bundesregierung bekommen, die hier eine Kehrtwende macht. Trauen Sie es Friedrich Merz zu? Bitte? Friedrich Merz beispielsweise, Union. Das ist eine gute Frage, weil man muss immer jedes Mal, wenn er was gesagt hat, die Uhr danach stellen, wann er dann sozusagen das wieder revidiert. Ja, ich habe bei den Zahnärzten ist er jetzt hart geblieben, das hat er nicht so das finde ich auch das erste Ordnung. Mal. Das liegt einfach daran, dass er, als er angetreten war, nicht klar gemacht hat, dass er jetzt sozusagen der Parteivorsitzende ist und hat es zugelassen, dass die Mäuse auf den Tischen tanzen. Diese Merkelianer sind alle immer noch da und fallen ihm permanent ins Wort und das ist ein Problem, dass er möglicherweise nicht hart genug ist. Ich habe mit ihm häufig diskutiert, ich habe mit Herrn Lindner diskutiert, ich habe mit Olaf Scholz über Energiefragen diskutiert und war immer sehr begeistert, wie einsichtig die alle sind. Ja? Aber dann wird nichts umgesetzt. Olaf kriegt auch mein Newsletter, aber offenbar liest er nicht mehr so intensiv wie früher. Und bei Lindner bin ich auch enttäuscht, weil als er dann von den Freiheitsenergien, Windenergie als Freiheitsenergie gesprochen hat, da muss ich sagen, Mensch, wechsel dein Redenschreiben auch nicht. Ja? So, das sind harte Worte an Merz und an Herrn Lindner, falls Sie jetzt zugeschaut haben und Olaf Scholz soll den Newsletter jetzt wieder lesen. Aber gibt es auch Fragen im Publikum, bevor ich noch alle von meinen Karten zu Ende stelle? Da ist schon direkt eine, ja. Ja, mein Name ist Wolfgang Herges, ich bin Unternehmer. Und ich habe auch ein großes Problem mit diesem Industriestrompreis, weil wird die Industrie davon profitieren und viele kleine mittelständische Unternehmen werden nicht davon profitieren. Die werden weiterhin, obwohl es auch wenn sie energieintensiv sind, darunter leiden, werden eben diesen Industriestrompreis mitbezahlen. Das ist das Erste. Aber meine Frage geht eigentlich dahin, Sie haben gesagt, okay, sind die Politiker so dumm oder wollen sie es nicht verstehen? Das ist reine Ideologie. Aber warum? Weil unabhängig vom Industriestrompreis macht die Industrie das Ganze mit. Sie haben eben gesagt, die Automobilindustrie hat damals gelogen, hat nicht gesagt, wir schaffen das nicht. Macht die Industrie das heute auch, dass es sagt, sie schaffen? Müssten sie nicht jetzt auch sagen, wir schaffen das gar nicht mit dem Wasserstofftechnik? Weil indirekt weiß man im Saarland, dass es ganz viele Vereinbarungen schon gibt in Richtung Kartennorm, weil sonst werden wir das gar nicht schaffen, mit Wasserstoff hier die hiesige Stahlindustrie zu versorgen. Ja, das ist eine wichtige Anmerkung. Wir vergessen ja immer, wenn ich von Industriestrompreis spreche, dass der Wohlstand in Deutschland im Wesentlichen geprägt wird vom Mittelstand. Und die kommen bei der Diskussion nicht vor. Das ist in der Tat so. Und ich habe vor kurzem eine Glasfabrik besucht. Da war ich erst überrascht, dass er sagte, naja, ich habe nur 8% Energiekosten. Und dann sagt er mir, aber wenn das verdreifacht wird, dann wo soll ich denn die anderen 16% herholen? Auch im Markt kriege ich die nicht. So. Und was machen sie? Ja, natürlich wird wahrscheinlich in der Slowakei und in anderen Ländern Dependenzen. Die Finanzabteilung und die Marketingabteilung bleibt dann in Thüringen.
Das ist genauso großes Problem. Das Schlimmere ist sogar, dass die Mittelständler ja auch sehr viel stärker von ihrer Region und von ihren Arbeitnehmern leben. Ja, das ist ja eine Symbiose in so einer Region. Ja, die große Industrie hat unterschiedliche Interessen. Also eine BASF ist das doch so. Der Aktionär, dem ist das egal, ob das in Shenzhen passiert oder in Ludwigshafen. Der Vorstand sagt, ich will meine Ziele erreichen, ich muss CO2-Ziele erreichen. Das verlangt ja auch mittlerweile verlangen die Kapitalmärkte von ihm, nicht? Dass er da immer schön CO2 senkt. Und er will ja natürlich auch nicht mit Berlin anecken. Ne? Er will ja auch nicht da böse auffallen. Die gekniffen sind die Facharbeiter. Das ist so. Und ein Teil der Industrie hat auch seinen Deal mit Berlin gemacht. Und hat gesagt, okay, wenn es dann am Ende in einer staatssubventionierten Wirtschaft endet, dann ist es so. Das Problem, was die leider die meisten nicht sehen, ist, in einer staatsabhängigen Wirtschaft, wo sozusagen am Ende viel wichtiger ist, welche Subventionen du kriegst, als welche Innovation hast du vorangetrieben. Wenn sie das mal sich ausrollen, dann sind sie bei DDR 2.0. Ne? Dann ist der Vorstand eben VEB-Direktor, nicht? Der am Ende immer dafür sorgt, dass er möglichst seine Defizite vom Staat aus gedeckt bekommt. Und das ist das Grundübel von Stillstand am Ende. Ne? Keine Innovation. Und der Antrieb ist nicht mehr da. Und das macht mir die große Sorge. Und so ist es, glaube ich, bei auch großen Teilen der Automobilindustrie. Wenn Sie sich vorstellen würden, dass ich meine, es gibt ja Unterschiede zwischen BMW ein bisschen und VW-Vorstandsvorsitzenden, aber wenn Sie sich vorstellen würden, der Vorstandsvorsitzende würde sagen, also das mit dem Verbot der Verbrenner 2035 war doch keine so gute Idee. Wie lange, glauben Sie, kann der sich halten in Deutschland? Wie groß ist der Shitstorm nach einem Tag und nach 4 Wochen und wie lange guckt der Aufsichtsrat, der ja auch teilweise staatlich besetzt ist, sich das an? Wir haben dahin eine weitere Frage. Ursula von Stedt, erstmal vielen Dank für den tollen Vortrag. Und Sie schreiben ja in Ihrem Titel, und wie wir die Energiekrise bewältigen können, haben Sie so 2, 3 Lösungsvorschläge oder die Sie uns jetzt verraten oder müssen wir das Buch dafür kaufen? Ja, das Buch wäre natürlich auch nicht schlecht, aber gut, ich hab einige angedeutet. Das erste ist, das für mich Wichtigste ist, die Verbote für innovative Energienutzung in Deutschland aufzuheben. Wir haben 2 wichtige Verbote. Das eine ist das Fracking-Verbot, also die Aufsuchung von Erdgas in 1100 Meter Tiefe, indem man das im Gestein festliegende Erdgas durch Erschütterung, durch wenn man Wasser mit großem Druck sozusagen 1000 Meter tief in einer Röhre runterfallen lässt, dann sprengt es das Gestein und dann gibt es das Gas frei. Das ist die Methode, wie sie auch in Amerika. Das könnten wir auch tun. Das würde sogar klimapolitisch viel günstiger zu sein, als es erst Tiefkalt über den Ozean zu transportieren und dabei 25% mehr CO2 zu emittieren durch den Schiffstransport. Die hätten es selber. Naja, man hat es früher schon versucht. Man hat es schon versucht. Also ist ja. Es gab in Deutschland 300 Fracking-Versuche vor 10, 20 Jahren, aber es ist seit 2016 verboten in Deutschland. Die dürfen es nicht mehr. Wir wissen genau, wo es liegt und immerhin, die Forscher haben ja auch gesagt, wir könnten in einem Jahr, wenn man es abtäuft, es zutage bringen. Und das wäre ein richtiger Wirtschaftsantrieb, nicht? Sie würden preiswertes Erdgas in Deutschland haben. Das zweite ist,
Wir haben in Deutschland ein Verbot der CO2-Abscheidung. Das haben die Grünen in den Bundesrat gebracht. Der Bundesrat hat es dann mehrheitlich beschlossen. Und die Bundesregierung hat, oder der Bundestag hat dann auch noch ein Gesetz obendrauf gesetzt, dass das in Deutschland verboten ist. Jetzt merken Sie, dass das eigentlich ein ziemlich dummes Gesetz war, weil jetzt kommen ja Entwicklungen, dass überall in der Welt diese Technik, die mal in Deutschland entwickelt worden ist, von BASF und Linde, nämlich den Abgasstrom eines Schornsteins, eines Kohlekraftwerks oder auch eines Zementwerkes oder einer Glasfabrik, was immer CO2 emittiert, abzufangen. Das Abgas geht durch so eine Wäsche, da ist Amin drin, dann wird das CO2 abgefangen, dann können Sie es in einem zweiten Prozess sozusagen wieder austreiben und als reines CO2 benutzen. Also wir bei RWE hatten diesen Pilot, ich war ja mal bei RWE, einen Pilotprozess gemacht und wir haben es dann in die Seltas-Industrie verkauft. Es war so sauber, was das CO2, was da rauskam, das wurde dann hier für diese Seltas-Flaschen. Das ist natürlich ein sehr kleiner Absatzbereich. Ja, man kann es eben auch in die Tiefe pressen und wie ich gesagt habe, die Isländer, die Norweger würden es nehmen und würden es in ihren Basalt, wir haben übrigens auch Basalt in Deutschland, in dem wir es gut verpressen könnten. Da kommt jetzt eine Diskussion, selbst aus dem Wirtschaftsministerium, selbst Habeck denkt, das war wahrscheinlich keine so richtig gute Idee und will es jetzt für Zementwerke zumindest mal öffnen. Also die Kohlekraftwerke, das geht ja gar nicht. Das wäre ja schrecklich, wenn wir, stellen Sie sich mal vor, wir hätten grüne Kohlekraftwerke, saubere Kohlekraftwerke, klimaneutrale Kohlekraftwerke. Ja? Wir haben einen Braunkohleschatz, der würde uns die ganzen 100 Jahre zur Verfügung stehen. Ja? Wir brauchen keinen anderen zu fragen. Da könnte man übrigens auch Öl und Gas draus machen. Und das Interessante bei dieser zweiten Technologie ist, Sie könnten, wenn Sie das wirklich gezeigt haben, dass es geht, und da gibt es keine Frage, auch von den Chinesen und den Indern verlangen. Die werden ihre Steinkohle nutzen. Keine Frage. Hat der Xi Jinping vor kurzem gesagt, interessiert mich nicht. 2060, die Inder haben gesagt, 2070 überlegen wir mal, ob wir da mal aufhören. Ja? Also so werden wir das Klima nicht retten. Jedenfalls nicht mit unserem Heizungsgesetz. Da retten wir kein Klima. Aber wenn wir es zeigen würden, dass die deutsche Braunkohle in Mitteldeutschland, die immerhin noch 50 Terawattstunden machen, ja, wenn die CO2 neutral wären, dann könnten wir von Xi Jinping verlangen, dass er auch seine Kohlekraftwerke so behandelt. Und da, glaube ich, wird nicht diese Bundesregierung, aber vielleicht die nächste rangehen müssen, weil meine Prognose ist, wir werden ohne Kohle die nächsten 20 Jahre diese Republik nicht am Laufen halten können. Die Kernenergie haben wir kaputt gemacht. Die hätte das vielleicht vermeiden lassen können. Bei der Kernenergie gibt es nur eins, wir müssen wieder anfangen zu forschen. Das ist das Dritte, was wir machen müssen. Wir müssen wieder Forschungsgeist erwecken in Deutschland für neue Technologien. Und da gibt es neue Technologien, die sind fantastisch. Ich weiß, viele haben ein Störgefühl bei Kernkraft, da ist zu viel passiert. Und ich weiß, habe ich auch im Buch ja geschrieben, ne? 1 zu 10 Millionen Mal ist immer noch endlich, ist immer noch ein endliches Risiko, das morgen passieren kann. Und deswegen gibt es eine so geringe Akzeptanz für Kernenergie. Aber es gibt eine neue Entwicklung, die naturwissenschaftlich nicht durchbrennen kann. Wo eine Kernspaltung passiert, die inhärent sicher ist. Das heißt, wenn sozusagen wenn der Reaktor durchmarschieren würde, würde das in sich zusammenfallen. Und diese sogenannte vierte Generation, die wird jetzt überall entwickelt. In Deutschland gibt es auch Forscher, die daran forschen. Die haben aber keine Mittel bekommen. Es gibt keine Universität, die sich damit beschäftigt, weil es auch in Deutschland keine Forschungsmittel mehr für Kerntechnologie gibt. Es sind aus dem Bundesforschungs,
bei dem Energieforschungshaushalt des Bundeswirtschaftsministers gestrichen worden. In Deutschland findet das nicht mehr statt. Um uns herum schon, aber wir würden doch gerne auch die Richtung bestimmen. Ne? Also wir hatten mal die sichersten Kernkraftwerke der Welt und müssen uns jetzt von etwas weniger sicheren aus Tschechien und Frankreich beliefern lassen. Das müsste doch Motivation genug sein zu sagen, könnte es vielleicht sein, dass die jungen Leute sich wieder begeistern lassen für eine Technik, die kein CO2 macht, die keine langlebigen Rückstände erzeugt, und die noch den Vorteil haben, das ist ja bei der vierten Generation so, dass sie aus den abgebrannten Brennelementen neue Kerntechnik machen können. Das heißt, wir haben das Endlagerproblem gelöst. Ja? Da muss man doch bekloppt sein, wenn man nicht sagt, Mensch, ran damit. Und wenn ich 18 wäre, würde ich genau das Fach studieren, wenn es diese Regierung erlauben würde. Aber Herr Professor Fano, dafür gibt es ja Gender Studies. Da wird drin geforscht und auch andere wichtige Bereiche in Deutschland. Also wir sind ganz vorne mit dabei mit der Jugend beim Forschen. Jugend forscht bald auch Gender Studies wahrscheinlich schon für die Schulen. Wo ist denn die nächste Frage? Ja, da hinten. Ja, guten Abend. Mein Name ist Marco Buchholz. Ich bin Polizeibeamter, habe also mit Wirtschaft relativ wenig am Hut, aber ich habe eine Anmerkung und eine Anregung. Meine Anmerkung. Leitlinie der deutschen Energiepolitik war es ja, Deutschland aus der Abhängigkeit fossiler Energie aus der Russischen Föderation zu befreien, weil Russland einen Diktator und einen Imperialisten haben soll. Ich stelle fest, Deutschland bezieht Flüssiggas aus dem Emirat Katar. Ich glaube, jedem ist bekannt, dass die Menschenrechte in Katar sehr groß geschrieben werden. Die EU bezieht Öl aus Aserbaidschan. Jeder weiß, dass Aserbaidschan momentan ein friedliches Umsiedlungsprogramm für Armenier in Bergkarabach durchführt. Deutschland bzw. Länder der EU beziehen Erdöl aus Indien. Und der ein oder andere hat vielleicht gehört, dass Indien wiederum Erdöl aus Russland einkauft. Und im Übrigen gibt es Länder in der Europäischen Union, zum Beispiel Belgien, die Flüssiggas aus Russland beziehen, weiterhin. Meine Anregung ist, Sie sagten es schon, dass wir eigentlich einen fairen Strompreis brauchen. Ich bin der Meinung, erstens, derjenige oder diejenigen, die Strom verbrauchen oder umwandeln wollen, sollten sich darüber Gedanken machen, wie er produziert wird. Und diejenigen, die ihn herstellen, sollten alle Risiken, die dem Betrieb ihrer Anlagen bedürfen, einpreisen. Das heißt, die Betreiber von Atomkraftwerken müssen die Risiken ihrer Anlagen einpreisen und die Betreiber von Windkraftanlagen ihre Anlagen. Und dann glaube ich, aus betriebswirtschaftlichen oder marktwirtschaftlichen Gründen wäre ein Strom, der aus atomarer Energie hergestellt würde, betriebswirtschaftlich nicht mehr rechenbar. Weil Atomenergie nach jetzigem wissenschaftlichen Stand einfach versicherungstechnisch nicht zu bezahlen ist. Ja, also bei dem ersten widerspreche ich nicht. Da gibt es viele Ungereimtheiten. Nicht? Auch Österreich bezieht noch Gas aus Russland, Italien auch. Bei der Frage der Kernenergie, das ist ja mein Hinweis gewesen, dass es die Chance gibt, eine Kerntechnologie, übrigens auch eine Kernfusionstechnologie zu entwickeln, die von Ihnen beschriebenen Versicherungsrisiken nicht beinhaltet. Ich habe also nicht plädiert für die alte Generation. Und natürlich hätte ich jetzt plädiert dafür, dass wir wenigstens so lange die bestehenden Kernkraftwerke weiter betreiben, bis wir eine Lösung haben dafür. Aber einfach abschalten und dann mal gucken, was kommt, ist ja keine Lösung. Und deswegen ist die Welt ist aber so nicht. Ne? Die Franzosen machen weiter, die Schweden steigen da ein, die Polen bauen demnächst Kernkraftwerke an der Oder. Die Tschechen werden weiterbauen und werden wahrscheinlich Bayern beliefern aus Temelin. Und deswegen wäre es meines Erachtens ein unglaublich kluger Schachzug, in Deutschland eine Technologiedebatte zu eröffnen, die diese Risiken nicht nimmt, die also von vornherein ausschließt,
Und wenn es ein solches Risiko noch gäbe, dann würde ich Sie auch nicht unterstützen. Im Augenblick ist diese Forschergruppe aus Deutschland, aus Berlin, hat jetzt einen Zuschlag bekommen aus Ruanda. Ja, die haben jetzt Mittel bekommen vom Präsidenten des Staates Ruanda, dort einen Forschungscampus zur Entwicklung des Dual-Fluid-Reaktors zu entwickeln. Weil Sie mich gefragt haben, sind wir jetzt auf dem Wege zum Entwicklungsland? Schwellenland. Schwellenland. Ja, genau, ja. Ruanda ist noch nicht mal ein Schwellenland, das würde ich sagen, Entwicklungsland. Aber die machen sie jetzt auf den Weg, um zu zeigen, wie sie Kernforschung machen würden. Das ist, manches ist so absurd, dass man es nicht, wenn man es nicht wirklich in den Nachrichten gelesen hätte, man es nicht glauben könnte. Man spürt auf jeden Fall die Leidenschaft bei Ihnen und auch hier im Raum. Und Sie bleiben ja noch, Herr Professor Farnhold, auf ein Glas. Ja? Okay. Nein, da. Nein. Ah, da. Irgendwo war doch was. Hier waren noch ganz viele Meldungen. Unsere Zeit läuft gerade ab, deswegen dachte ich, machen wir gleich noch einen kleinen Glas vorne. Die machen wir jetzt noch, ja. Ja, ja. Ja, die Frage machen wir noch. Sie hatten gesagt, es gibt ja jetzt auch die Erhöhung der Mautgebühren, CO2-Maut, das gibt es Erhöhung der CO2 Abgabe um 3 Cent für Gas und Benzin. Und auch, ja. Was passiert denn mit dem Geld? Ich glaube, irgendwann hatten Sie in einem Fernsehinterview mal gesagt, dass das dann dadurch, dass damit bezahlt wird, dass abgeschaltete Windkrafträder, die keinen Strom produzieren, finanziert werden. Genau. Also diese sowohl die Zertifikate als auch die CO2-Abgabe, die Sie auf Gas, Öl und Benzin jetzt demnächst mit 40 Euro pro Tonne ja bezahlen müssen. Das hat ja die Regierung jetzt beschlossen. Ich meine, da muss man sich auch mal fragen. Wir zittern doch alle, wie jetzt im Januar, Februar die Gaspreise sich weiterentwickeln. Wir wissen es nicht genau. Ja, im Augenblick geht es so, aber es sind noch immer relativ hoch. Und genau in dem Moment hauen Sie nochmal die Steuer oben drauf. Das kann doch nicht wahr sein. Ist doch irgendwo, müssen die keine Gasrechnung bezahlen? Die Bundestagsabgeordneten, hat die Regierung irgendwie einen Freifahrtschein irgendwo beim Gas, dass sie so wenig Gespür haben für unsere Nöte. Und deswegen, dieses Geld geht in den Klimafonds, Klimatopf. Und aus dem Klimatopf werden alle, zum Beispiel die EEG-Umlage, nicht? Wir bezahlen ja immer noch für die alten Windkraftwerke und die Solarkraftwerke, die wir früher Einspeisevergütung von 20, 30, 40 Euro Cent haben, bezahlen wir noch Geld. Und auch für die Netz, wenn die Netze jetzt ausgebaut werden, denn das ist ja, das würde unser Strompreis werden auch nochmal explodieren lassen, dann sagt die Bundesregierung, ja, das zahlen wir auch aus dem Topf und wie Sie gerade zu Recht gesagt haben, wir zahlen ja jedes Jahr ungefähr jetzt 4 Milliarden da, als Folge von Wind- und Sonnenenergie, weil sie eben nicht immer zu dem Zeitpunkt kommen, wann sie gebraucht werden. Manchmal kommen sie so stark, wenn also ein starker Wind über Deutschland geht, freuen sie sich nicht zu früh, dann können sie ja sagen, super, heute ist wirklich ein Windstromtag, jetzt kann man gar kein CO2, nee, das Problem ist, dass dann so viel Wind entsteht, dass man die abstellen muss, weil die Netze überlastet werden, die würden dann glühen. Also stellt man sie ab und der Windmüller kriegt aber für abgestellten Strom das Geld. Das nennt man sozusagen Phantomstrom. Ich habe dann Schmerz mit, also ein Phantomschmerz mit abgestelltem Strom, bezahle Strom, wie alle, über diese 4 Milliarden und die gehen in den Topf und dann geht die wieder raus und das ist der Preislauf, der sich da spielt. Es wird ja immer gesagt, diesen Strom könnte man ja nutzen, man könnte die Windräder weiterdrehen und dann könnte man daraus Wasserstoff machen oder Gas, also künstliches Gas. Ja. Das höre ich immer wieder. Nicht? Sie haben ja gerade diese Kurve gesehen. Das ist in Deutschland so eine 3-Stunden-Geschichte. Nicht? So für 3 Stunden kommt mal so eine Windböe und dann geht das radikal nach oben und dann geht es auch wieder runter. Und für eine solche Spitze können Sie gar nicht die Elektrolysekapazität auslasten. Ja? Sie müssen ja immer sehen, auch so eine Elektrolyse kostet ja Geld. Sie müssen ja investieren in so eine Elektrolyse. Und eine Elektrolyse muss kontinuierlich laufen. Da können Sie nicht mal Strom abstellen und dann wieder ein bisschen hochfahren und runterfahren. Aber selbst wenn man das könnte,
wäre es total unwirtschaftlich, ich sage mal, für 100 oder 200 oder für 500 Stunden dieses Starkstromereignisses des Jahres eine Elektrolyse anfahren zu lassen. Das rechnet sich überhaupt nicht. Ich höre diese, ist doch zu null, ist doch sowieso da. Ne? Ja, aber diese Elektrolyse kostet ja Geld. Ja, das ist ja Kapital, das da drin steckt. Und deswegen macht man Folgendes, man schaltet einfach ab. Man schaltet es einfach ab und sagt, jetzt schalten wir für 3 Stunden den Strom ab bei dir. Oder sagen, du darfst gar nicht einspeisen. So ist es. Ne? Man stellt das Windrad aus dem Wind raus und berechnet aber mit hoher Akkuratesse, wie viel hätte denn erzeugt werden können, damit er das vergütet bekommt. Ne? Ja. Ja, so jetzt kommen wir zum Ende und ich wollte aber noch einmal auf das Buch hinweisen. Ich habe es in den letzten 2 Tagen ausgelesen. Es ist wirklich sehr gut und ich bin mir absolut sicher, dass man damit jede Klimawandeldebatte gewinnt. Und wenn man verliert, dann darf man sich bei Professor Fahrenhold bestimmt auch beschweren, ja, genau. Und seinen Newsletter abonnieren. Und dann lassen wir es ja gleich noch ausklingen, nett hier vorne. Und dann stehen Sie auch noch für Fragen zur Verfügung. Gerne, ja. Und was ich Ihnen anbieten möchte, tatsächlich fahre ich ja nicht 18 Stunden durch die Republik, übrigens für umsonst. Aber weil ich ja wirklich hier so eine charmante Gesprächspartnerin hatte. Aber zum Zweiten, weil ich Ihnen anbieten möchte, ich gebe jeden Monat einmal im Monat einen Newsletter auf. Den schicke ich an Interessenten. Olaf hat den auch, wie gesagt, und Lindner ist auch auf. Mein Schwiegervater ist sehr großer Fan von dem Newsletter. Und wenn Sie mir Ihre Visitenkarte geben oder ich gebe Ihnen meine und Sie können dann entscheiden, ob Sie das dann haben wollen, dann schreiben Sie mir eine Mail, Newsletter. Und dann kriegen Sie ab nächsten Monat auch, denn das kostet nichts, ne? Aber macht vielleicht ein bisschen schlauer. Wenn Sie in der Debatte mit Ihrem Nachbarn darüber nachdenken, warum er jetzt unbedingt dann die Wärmepumpe auf die Grenzen setzt, dann können Sie ein bisschen besser argumentieren. Vielen Dank. Super, vielen Dank. Ein Glas Wein.